Hi und willkommen, mein Name ist Dani Roll P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. So, ich habe meine Kleidung wieder ein bisschen geändert, ne? Hab mir aber was Neues ausprobiert, laufen wir mal so rum, ne? Ja, und wir sind hier auf Route 7. Ja, 7. Dankeschön. Und ich würde sagen, wir machen ein paar Trainer hier platt. Da ist schon wieder ein neues Pokémon natürlich. Und ja, mein Team hat sich ein bisschen geändert, so von der Aufstellung. Hätte leicht sehen, als Model bin ich eine Expertin, die Vorzüge meiner Partner ins Rampenlicht zu stellen. Und zwar Model Felicity. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, mein Starter ist nicht so auf dem höchsten Level. Und zwar Koro ist auf dem höchsten Level. Deswegen habe ich Koro erstmal aus dem Team rausgenommen und stattdessen mein Team mit vollkommen nutzlosen Pokémon hier geführt, in der Hoffnung, dass die sich entwickeln im Laufe des Parts. Ja, wir müssen ein Pokédex und so führen, ne? Deswegen habe ich jetzt nur 2 Pokémon, alle anderen sind Level 39. Ich werde jetzt mal Igni auf Level 41 mindestens bringen, damit er wieder an oberste Stelle ist. Und ja, damit er auch wieder so einen kleinen Vorsprung hat gegenüber den anderen Pokémon. Ich weiß nicht, der kann irgendwie nicht sein, dass irgendwie andere Pokémon höher gelevelt sind als der. So, sagt man, entwickelt sich, das ist schon mal gut. Wir brauchen ja nur ein Level, also von daher interessiert mich nicht. Und da, ja, wenn wir schon mal dabei sind, dann können wir auch direkt mal, weiß ich nicht, versuchen, ein bisschen ja unseren Pokédex zu füllen mit ja neuen Pokémon, vorzugsweise die von Gala. Ja, deswegen laufe ich jetzt mit so Schwachmaten herum. Aber wir kommen auch damit ein bisschen weiter. Jedenfalls solange Igni noch nicht Level 41 erreicht hat. Irgendwie sind die wilden Pokémon hier in der Gegend höher gelevelt als die Trainer. Was ist das eigentlich für eine Logik, ey? Model Felicity, das war eine tolle Demonstration der Vorzüge deiner Pokémon. Du bist ein guter Trainer. So, erstmal entwickeln. Safcon. Hallo, Safcon entwickelt sich. Smetbo. Der Safcon hat sich so ein Smetbo entwickelt. Ja, oder? Jetzt glaube ich höher Level. Der jetzt ein höheres Level hat, lernt glaube ich nicht mehr Konfusion, ne? Es ist sehr schnell mit dem Flügel schlägt, setzt es hoch giftigen Flügelstaub frei. Windstoß. Ah ja, Windstoß, nicht mal Konfusion. Okay, du kannst raus zum Team. War schön. Aber jetzt gehen wir mal wieder zu, weiß nicht. Wollen die zum Beispiel, den haben wir auch noch nicht gesehen. Doch, den haben wir gesehen. Diesen Spiel. Aber wir haben den noch nicht besessen, im Gegensatz zu Schild. Ich will jemand sein, der von einem bewundert wird, ganz so wie der Champ. Ja, da muss er den Champ erledigen. Ne? Ether. Und du bist, weiß nicht, wie du nochmal heißt, aber ich habe ich auch noch nicht. Hi, na, bist du ein Pilot? Ein Taxi-Pilot hat immer überall einsatzfrei zu sein, auch für Pokémon-Kämpfe. Der ist sogar einer. Taxi-Pilot Nick. So, wir müssen auf Flug, ne? Komm. Okay, boom, richtig weg. Diddlin. Oh nee, nicht so weit jetzt. Noch wieder so ein Mist, ne? Irgendwie Schnauze voll von Verwirrung in letzter Zeit. Übertreiben ein bisschen damit, habe ich so ein Gefühl. So, seine Kiefer hat sich immer noch nicht entwickelt. Wann entwickelt der sich? Die entwickeln sich doch relativ früh normalerweise. Ich dachte, er wäre so das Safcon dieser Generation. Geronimatz. Ah. Okay, der Schrei kam irgendwie voll verspätet und war schon draußen. Boom.
gegen die Fresse getreten. Und weg besser. Ja, nichts an Erfahrungspunkt gemacht. Nick wurde besiegt. Egal wo ich hin mit meinen Taxidüse, Einsamkeit und Niederlagen sind mein ständiger Begleiter. Das ist irgendwie traurig. So, manchmal haben wir Taxifluten leider damit zu kämpfen, dass unsere Kramor die Passagiere vergessen und einfach weiterfliegen. Was? Ein Bärenmann, willst du ihn schütteln? Ja. Ich hoffe immer, dass da manchmal irgendwie Sachen runterpurzeln, die ich noch nicht hab. Ja, pass auf, jetzt was da runterkommt, das ist bestimmt Level 40, 41 oder irgendwie sowas, ne? Während die Pokémon-Trainer hier eine Ecke Pokémon mit Level 36 so rumlaufen. Oh hi, du, ich habe ich noch gar nicht. Die Entwicklung von diesen einen Dingen, oh, ehrlich. Akrobat bitte ich aber nicht erledigen, ne? Nee, nicht mal annähernd. Oh, ehrlich. Jetzt mal Doppelkick einer wird den schon nicht erledigen. Er sieht irgendwie voll tanky aus. So, komm her. Nee, statt meiner an, ey. Vor allem Level 40, ey, komm schon. Das ist auch voll broken irgendwie. Weißt du, wenn du zu dem Zeitpunkt noch nicht ein festes Team hast und irgendwie noch Pokémon fangen willst. Du musst mit diesen Ocken ja kämpfen. So, komm her. Pokéball fliegt. So, bitte setz nicht Erholung ein, sonst müsste ich ja die ganze Zeit hier wieder schwächen und so. Das wäre ja richtig nervig. Danke. So, erster Versuch, direkt gefangen. So muss das. Dankeschön. Ich habe schon mehr Erfahrungspunkte hier durchbekommen als... Oh, ich merke gerade, ich habe einen Raffel in meinem Team. Aber wer du entwickelst dich jetzt zu dem Teil, ey, das wäre jetzt richtig nervig. Schlaraffel. Es hat in seinen Schweif Bären versucht, es zu viel unterzubringen, fallen sie heraus. Da es jedoch nicht allzu clever ist, bemerkt es das nicht. Okay. Also ich kann halt wieder aus dem Team rausnehmen. Raffel. Hört gerade auf. Das ist vielleicht eine richtig dämliche Idee, jetzt mit so einem Team rumzulaufen. Weißt du, wenn irgendwie nicht einer meiner Rivalen um die Ecke kommt. Aber ich habe ja gegen Hopp gerade gekämpft. Also bitte nicht. Da kann ich dann ja noch entwickeln. Irgendwie nichts, ne? Also nichts von der Galar-Region. Ich könnte dich auf Level 20 bringen, um Garados zu bekommen. Oh Gott, geh weg. Geh weg. Hier, du, komm her. Das auch noch nicht. Voltula. Voltula. Akrobatik. Level 40. Ey, das Ding ist so stark wie mein Starter. Was? Ach, wegen Elektro. Ja, du bist Hälfte Elektro, deswegen. Komm. So, wer will, soll ich nicht kaputt gehen? Doch. Dreck. Aber vielleicht, wenn du voller AP noch hast. So. Das. So, wer wollt, die entwickelt sich nicht. Komm schon. Ich habe gleich irgendwie die Entwicklung fangen, wenn die mir über den Weg laufen. Nein. Ja, das gibt es jetzt nicht. So, aber irgendwie ist Level 41. Das heißt, wir können sowieso jetzt wieder unser altes Team hier ins Rennen holen. Warte mal, man kann auch so machen, ne? Boom. So. So, so grob. Halte ich mal ein bisschen zurück. Kann ich sein, dass du höher gelevelt sein
höher gelevelt bist als mein Starter. Geht so nicht, Kollege. Auch wenn du Franzose bist, das geht nicht. So, wir versuchen jetzt noch mal dich zu fangen. Ich glaub, wir sind erst beim fünften, bei der fünften Arena, ne? Nee, ich glaube nicht. Wir sind in der fünften Arena, ne? Und die Pokémon sind auf Level 40. Die wilden Pokémon. Die wilden Pokémon, ne? Stark ist denn der Champ da, ne? Weiß noch ein Pokémon Rubin und Saphir, da waren die Top 4 noch so Level 40 oder so. Ja, ne, die Top 4, dann wir werden jetzt schon bei den Top 4 irgendwie Rubin und Saphir. Ja. Bitte bleibt drin, ne? Ohne irgendwelche Macken oder so. Ach. Ich sollte doch echt Dings mal einsetzen, Hyperbälle und so, aber ich lasse meine Würde nicht zu. Oh. Ja, das ist daneben gegangen, weil ich nicht angreife. Mach's jetzt. Na. Hm. Hm. Oh. Ja, mach ruhig. Das war ein speziellen Wurf oder irgendwie so was. Hey. Was kommt? Jetzt aber. Ich spüre es. Ah! Okay. Geht es rein? Sonst? Also nicht. Irgendwann wird geschehen. Ich weiß nur noch nicht, was. So, bleib drin, bitte. Dankeschön. So. Blip. Gut, aufgelevelt. Voltula. Es schießt elektrisch geladene Haare von deinem Abdomen. Wer getroffen wird, ist 3 Tage und nicht im ganzen Körper gelähmt. Alter. So, weiß hier mit selteneren Pokémon, warte mal. Zu welchem Level kann ich überhaupt fangen? 45. Oh Gott, das ist nur so ein Viech. Ich hoffe, ich habe hier. Wer bist du denn? Hey, du bist dieses Dings. Mopeko. Ja, Pikachu abklatsch. Geil. Mm. Ist natürlich Level 37, ist klar. Wäre schon wieder so ein Ding, das ich gerne im Team hätte, aber Mary hat ja schon eins. Das heißt für mich, nö. Okay, hoffentlich kann ich durch den Pokédex-Eintrag lernen. Das bringt nichts. Wieso du deine Form änderst? Ich check das nämlich irgendwie noch nicht so. Lüpp, lüpp, lüpp. Dankeschön. So muss das. Mopeko. Na, du bist Elektronenlicht. Dieses immer zu hungrige Pokémon frisst Samen, die es in seinen beutelartigen Taschen verwahrt und produziert so Elektrizität. Okay. Das war es jetzt hier aber, ne? So Galaux oder Gaulux oder wie auch immer. Wo sind denn hier so Ausrufezeichen? Ich will mal sehen. Oh, ein Grabor. Das ist nicht Level 50. Das ist Level 36, was? Alles klar. Das soll ja irgendwie der Dings sein, der, sag mal, ja, der Vogel dieser Generation, so der Taubsee, der Taubos dieser Generation, und das Ding sieht irgendwie viel krasser aus als alle anderen von diesen Vogel-Pokémon.
Ding sieht voll lebensgefährlich aus. Ey. Ja, das ist aber Level 36, das sollte auch gut zu fangen sein eigentlich, ne? Ja, so. Will halt, ich komme, okay, dann komme ich. So, das ist nicht sehr effektiv und Schaufel ist wirkungslos. Das ist das Ding echt Stahl oder so? Ja, komm her, du. Zum Glück will der irgendwie nicht angreifen. Gott. Ja, im Vortrag habe ich mir schon gedacht. Boah, Schnabel, oh Gott. Habe ich irgendwas, was ja du. Und du hast Überreste, ist auch nicht schlecht. Noch ein bisschen, halte durch, Big Tox. Die Pose von Big Tox immer so, also eine Edgelord Pose irgendwie. Warum habe ich nur Edgelords in meiner Gruppe? Wo Lauch ist jetzt nicht mehr so ein Edgelord. Nee, der ist jetzt den Sir. Aua. Sollte man echt ein Vogel-Pokémon in mein Team bringen, ey. Oh, jetzt geht das schon wieder los, ey. Weiß ich nicht. Ich habe irgendwie nicht so eine ausgeglichene Typenvariante in meinem Team, weil ich sorge für. Normalerweise holt sie dir irgendwie so ein Wasser-Pokémon. Ich will mal ein Wasser-Pokémon haben. Normalerweise wird sie immer in anderen Editionen mit Wasser-Pokémon überschüttet. Gab es überhaupt? Ja, es gab diese Schildkröte. Das ist, glaube ich, das einzige Wasser-Pokémon hier aus Galar, oder? Also das einzige neue, was mir jetzt so einfällt im Moment. Also, keine Ahnung, irgendwie. Normalerweise bringen sie irgendwie Tausende von denen irgendwie. Schon meiner Meinung nach zu viele. Wir haben es übrigens gefangen. Hier finde ich irgendwie gar keine Instanz Wasser-Pokémon. Ja, Durchbruch. Oh. Endlich mal eine bessere Kampfattacke. Alter. Durchbruch. Ist auch ganz schlecht, ehrlich gesagt. Kramor. Flugstahl. Niemand wagt es, ihm den Himmel über Galar streitig zu machen. Sein schwarz glänzendes, strahlendes, stählernes Äußeres schüchtert jeden Gegner ein. Ja, guck ich meiner Teil an, ne? Oh, da ist noch was. Na! Noch weh, ich kann jetzt wegen dir nicht flüchten. Also, Raptor ist, glaube ich, nicht schnell genug. Ja, Mittel 40. Ja, ich setze mal lieber den jetzt an. Eine Pocke-Puppe. Ich würde mir schon eher so eine kleine Animation, ehrlich gesagt, gewünscht. Flottbälle. Aber nö. So, ich gehe mal jetzt hier hin. Nee, da kommt jetzt direkt jemand vor mich zum Kampf raus. Mein Gott. Route 8. War eine sehr kurze Route, ey. Das war ja nicht mal... So, ja, erwarte ich ein paar neue Pokémon vielleicht. Ich sehe noch kein neues Pokémon. Du, geh weg. Geh weg. Will ich nicht. Wahrscheinlich sind die jetzt auch schon wieder 3-4 Level höher, ne? Und so für letzten Route war ja noch schöner. Jetzt zur Trainer, du kannst Watt sammeln, indem du einfach die leuchtenden Pokémon erst in der Naturzone untersuchst. Wenn du das hier liest, bist du schon weit gekommen, nur weiter so, und bevor die Naturzone noch mehr nestern. Ja, okay, ich weiß, die Naturzone ist awesome, Alter. Geronimatz. Ah, entwickelt er sich nicht irgendwie so, weiß ich nicht. Er ist auf Level 50, 55 oder irgendwie sowas. Da war irgendwie voll beschissen irgendwie in Pokémon Schwarz und Weiß. Ich wollte das Ding in meinem Team haben, in den Top 4 und so. Mein Top 4 und so benutzen, aber wann hat sich das entwickelt? Irgendwie so Level 55 oder irgendwie sowas, ey. War schon viel zu stark irgendwie für die Top 4. Ich glaube, die waren gerade mal annähernd so Level 50 oder so. Ja, dieser eine Drache, Tricke Falo, hat sich auch Level 64 entwickelt. Ja, was haben die eigentlich geraucht, als sie hat?
so ein Ding konntest du storymäßig gar nicht benutzen. Oh, ja komm. Was ich schade fand, weil die Entwicklung von dem Teil ist echt krass. So, komm mal rein. Finde ich aber gut, dass selbst wenn du versuchst jetzt irgendwie Competitive Pokémon so zu fangen und zu trainieren, dann hat die Base nicht auf so einem niedrigen Level ja starten. Also war es nicht mehr so viel übrig so zum Trainieren. Und da war übrigens voll einfach. Wenn es einen starken Gegner blickt, kommt es nicht umhin, ihn anzugreifen. Verliert es den Kampf, so fängt es an zu weinen. Okay. Buah. Das ist ein Ausrufezeichen gewesen, aber nur zu krass. So. Wer muss denn hier noch? Big Tox, du bist am Hinterherhinken. Das ist aber ganz Neues. Hi. Ein Augenblick bitte, es ist Zeit für einen Gesundheitscheck deiner Pokémon. Okay. Herzlichen Romina. Die hat einen Heilball. Roselia. Ja, könnte schlimmer sein. Alter, die sind irgendwie Level 36 wieder. Also die Trainer, die könnten noch gar nicht hier überleben. Nicht, wenn die... Wenn die ganzen wilden Pokémon so viel stärker sind als die. Das hat irgendwie gar keinen Sinn. Na, Giftschock. Giftschokolade. Was ist denn da, Produktiv? Oh. Primano. Ach du. Oh, warte, könnte nicht gut sein. Psycho. Aber ich habe eine Geistattacke. Frühstart. Ja, na. No. Oh. Sah gerade komisch aus. Dachte, das Spiel ist irgendwie gestürzt oder so. Und unten der Textbalken ist auch weg gewesen und so. Ladungsstoß. Ja, eigentlich logisch gewesen, wenn die Ärztin irgendwie einen Hypertrank oder so einsetzen würde. Irgendwas noch besseres. Top-Genesung oder so. Als Ärztin halt, ne? Gift-Tip. Angriff. Dein Spezialangriff ist aber höher. Ja, aber dann ist stärker und ja. Hat eine Chance zu vergiften und Giftschock ist halt nur stärker, wenn Gegner vergiftet ist und irgendwie kommt das irgendwie nicht so zustande. Wenn es meinem Pokémon nicht gut geht, fühle ich mich auch total schlecht. Sag bloß. Wieder zeigt sich, der Wert der Gesundheit wird erst erkannt, wenn sie angeschlagen ist. Okay. Was ist das? Ach, dich kenne ich. Jetzt aber nicht zu viele Pokémon fange ich. Habe so ein Creepin schon wieder voll überlevelt. Leuchtstein, den habe ich noch nicht. Ich habe eine Menge irgendwie in der Naturzone gefunden, also dachte ich. Rihorn. Big Tox. Wohl Level 38. Also war mal kein Schaden, ne? Komm hier, Bürde, Bürde, Bürde dich mir. Das ist natürlich jetzt ein blödes, blöder HP-Wert, sag ich mal. Mal schauen. Ja. Schlagbohrer. Oh, was? Alter, was war das denn? Okay. Warum war das denn so stark? Was war das für ein Typ? Erde? Boden? Erde. Muss ja, ne?
aber so krass stark, so mit einem Schlag weg. Felswurf, oh Gott, okay. Los, komm rein. So, einmal gewackelt, das war es auch schon. Versuchen wir mal. Jetzt glaube ich nicht so bringen, aber obwohl. Jetzt kommt schon wieder Schlagrohr. Ja, der war überhaupt nicht effektiv. So, komm rein. Ja. Cool. Und er bleibt für Flora. Wer ist kaputt? Big Tox. Aromakor. Warte mal, warte mal. Den beruhigenden Duft. Das könnte nicht schlecht sein eigentlich, aber Synthese ist eigentlich voll dämlich für sie, weil sie Belebkraft hat. Also packen wir mal Synthese raus, nehme ich an. Aromakor könnte nicht schlecht sein, wenn ich mal irgendwie so in Schwierigkeiten bin. Dieses Pokémon ist zwar nicht besonders klug, aber dafür so stark, dass es durch Rammen sogar Hochhäuser zum Einsturz bringen kann. Ey. Die tun schon wieder irgendwie so. Ja, wir tun immer so ein bisschen übertreiben, so wenn es um Pokémon-Einträge geht. Ja. Aber ich habe noch keinen Football. Ja, wunderbar. Du und du, so ein bisschen großzügig hier mit den Tränken diesmal. Dich kann ich auch noch fangen, aber ich würde mich gerne noch so ein bisschen umschauen. Ich habe dann eine TM irgendwo links gesehen. Wolltest du gerade von der Seite auf mich losgehen? Ist da was aus dem Dings kommt? Was? Schmalhorn. Ja, wenn er durchbohrt das Ziel mit seinen Spitzen und diese Attacke trifft immer. Ist da was aus dem Loch kommt? Was? Okay, da muss ich hin. Was ist das? Supertränke. Okay, da will ich noch schaffen, ne? Dann sein Pokémon wollte ich jetzt gerade fragen. Natürlich ist ein Pokémon. Was? Oh. Bronzong. Dong. So, Level 40. Voll krass, ey. Na, schon wieder so ein Ding. Bist du? Was? Ein Legios? ich habe keine Ahnung, was das darstellen soll, aber bitte sei ein Typ, den ich noch nicht habe oder irgendwie so was. Wenn schon wieder so ein Teil hat, würde ich mir irgendwie vorstellen, das könnte gut in mein Team passen. Gegenschlag von nee. Wir sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Bitte lass dich fangen. Ja, sehr nett von dir. Finalformat, was? Was? Kann nicht mehr fliehen. Okay. Stand da irgendwie.
Nichts anderes so. Jawohl. So, was bist du für ein Typ? Wir sei nicht Kampf oder irgendwie sowas. Ah, natürlich ist es Kampf. Dieses Pokémon besteht aus 5 Untergebenen und ein Anführer. Die Befehle des Anführers werden nie in Frage gestellt. Nein. Ah, schade. Ich laufe jetzt nicht mit noch einem Kampf-Pokémon durch die Gegend. Wickelt sich das Ding noch mal oder irgendwie sowas? Da finde ich mal wieder so ein krasses Teil. Also natürlich ein Typ, den ich schon hab. So. Feentafel. Oh, jetzt kriegen wir schon Arceus-Platten oder Tafeln. Oh, ehrlich. Geh weg, Clowns-Nase. Geh weg, Großnase. Kein Scherz, Langnase. Oh, geh weg. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Geh weg. Boah. Okay, ich würde aber sagen, wir beenden den Part hier. Wir nehmen so einen Trainer mit oder so, keine Ahnung. Wie sehen nämlich nicht. So, Igni, tu mal deinen Hengst noch ein bisschen ausbauen. Yeah, yeah, yeah. Hey, du da. Unsere Rap-Session ist jetzt live. Was ein Hit? Put your hands in the air. Na los, mach mit. Musiker Julian, fertig aus. Warst du ein Dingens? Togedemaru. Warte, warte. Sah aber nicht vorher so aus, glaube ich. Okay. Mal ein Feuerball hier rein. Ich plane gleich irgendwie zurück zur Stadt irgendwie zu gehen. Hochfallen und so. Also. Und das war sehr effektiv. Ja, 42, gut. Togedy und ich sind aus dem Rhythmus gefallen. Macht nichts. Nächstes Mal lassen wir es knallen. Vor den seine Augen. Einmal will ich mit Netz die Bude rocken. Jo, ich sag dir, das haut voll die Socken. Und da oben ist so ein Dingen. Gott. Da finde ich mal wieder ein Instanz-Pokémon und Kampf, weil ich schon habe. Weil er von Lauch halt besser ist. So. Ich gehe jetzt hier so ein bisschen schnell durchlaufmäßig durchs Gebiet. Gott sei Dank. Also wir werden noch mal durch die Route hier rumrennen. Ich glaube, die Stadt werden wir auch noch gar nicht besuchen, weil ich wahrscheinlich dann über eine Cutscene nur irgendwie sowas stolper. Also ja, von Lauch, zeig mal, was du drauf hast. Flora soll ich vielleicht ein bisschen heilen, das wäre nicht schlecht. Dann können wir in dieses Camp kurz reingehen. Ein bisschen kochen vielleicht noch und dann war es halt auch für diese Folge, ne? Komm. Hi. Ich mag süß aussehen, aber ein Pokémon haben so einiges drauf. Pass bloß auf. Wer als Geschäft meiner Wolke will, muss das 1x1 der Kommunikation beherrschen. Das geht natürlich auch für den Umgang mit Pokémon. Scherzmata, Christina und Morten fordern dich heraus. Okay, was? Das Ding schon immer recht so aus. Oh nee. Kommen wir jetzt hier mit. Oh Gott, die haben sogar noch mehr Pokémon danach. Du bist glaube ich nur Boden, ne? Außer du bist jetzt eine andere. Aber du bist Stahl, also komm her.
Durchbruch. Na, da bringt's nicht. Durchbruch. Boom. Alter. So muss er. Ach ja, Ding ist, ist ja auch noch ein Ding. Stimmt. Und Zauberblättchen. Obwohl, ja. Spezialverteidigung wurde ja erhöht durch Sandsturm. Autsch. Autsch. Lucario. Okay. Dann mal ganz locker hier. Schon wieder Metallklaue. Ja, bringt's leider nicht so. Jawohl, guckt euch das an jetzt. Schon wieder ein Volltreffer. Jetzt tut ja von Lauch endlich mal zeigen, dass er stark ist. Gut. Ich vermisse jetzt aber schon Edgelord Lauch. Au. Mautzinger. Du warst auch Stahl, ne? Ist immer noch besser als das. So, wir machen schon wie lange Volltreffer, ey. Ich hab echt Mühe gegeben, ja, hin. Hops. Hier war ein Kampf und dann kommt ihr jetzt und macht jetzt hier wahrscheinlich drei auf einmal, ne? Okay, aber keiner. Trotzdem gewonshottet. Sehr gut. Hallo, du wirst es nicht glauben, die Pokémon von diesem Trainer sind so stark und süß. Ich kann dich nicht hören, ich höre hier nur einen Sandsturm. Den See gibt es von mir im Schlussverkauf, allerdings bringt mich das in rote Zahlen. Sie sind trotzdem stark, solche Pokémon passen am besten zu mir. Lass mich schnell meinen Terminplaner überprüfen. Die ganze Zeit über eine Lilia zu lamentieren führt ja doch zu nichts. So. Eigentlich niemand, nein, nein. Ja, eigentlich keinen Sinn jetzt. Sei jetzt ein Camp hier. Oh. Hallöchen, na? Was für ein Ding? Feldbeschichtung. An diesen Tagen hat der Träger durch einen Attack oder eine Fähigkeit in ein Feld erzeugt, verlängert sich dessen Dauer. Ach, per Dynamaxing. Hallo. Ich warte dein Poké-Camping-Geheimnis. Es lautet, drücke auf den Stick, so kannst du nämlich in die Hocke gehen und bist gleich viel näher an kleinen Pokémon ran. Du das kannst du gerne mal Poké-Camp hier besuchen. Dann machen wir noch ganz schnell. Den Stick reindrücken. Oh. Wir hat natürlich alle Evoli-Verwandlungen, ja, ist klar. Guten Tag, dein Raptor ist ja total wundervoll. Guten Tag, Icy ist echt total allerliebst, oder? Er ist bestimmt der Blitzer. Nur da hinten. Ja, was soll's. Lass kochen. Ich will kochen, ja. Dann zeig mal. Ich hoffe, er mag Pfirsichbeeren. Nein. Ja, ich pack trotzdem mich rein. Ja, ihr wisst, was jetzt wieder kommt, ne? 13. Oder 16. Und dann komme ich. Ach, das sind wieder andere, verdammt. Und Nudeln. Warte, warum war es am Glänzen? Egal, Feuer. Los, meine Pokémon, pustet mit. Das Evoli ist unzufrieden. Wir müssen noch stärker kochen. So. Nein, nicht aufhören. Ich darf nicht aufhören. Es darf nicht anbrennen. Vor allem, da steht der rechte Stick. Ich benutze den linken. Und jetzt. Oh, das war...
Was mache ich hier gerade? Oh Gott, das... Was? Sollten wir das wirklich essen? Okay, was kann schon passieren? Ne? Süßig fertig Nudeln Curry. Cool. Okay, lass mal probieren. Mal gucken. Repto. Nom. Gute Klasse, Patinaraja. Oh. Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist. Aber es war wunderschön. Ein Co hat dadurch ein Level abbekommen, natürlich. Alles klar, gut, dann war es das für diese Folge. Ich werde dann mal... Soll ich zur nächsten Stadt schon mal hingehen? Nee, die erkunden wir im nächsten Part. Das heißt, ich werde von hier aus erstmal wieder hierhin zurückgehen, nach Claw City. Und in der nächsten Folge tun wir den Rest der Route noch erkunden, würde ich sagen. Ne? Gut, alles klar. Dann bedanke ich mich alles fürs Zuschauen und ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst doch ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Und ich sehe euch in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.